Dann leider häufig Kündigung wegen Krankheit. Entgegen vielem, was man im Internet liest oder hört, kann natürlich auch während einer Krankheit gekündigt werden. Es gibt keinen speziellen Kündigungsschutz wegen einer Krankheit. Man muss aber unterscheiden, ob das Kündigungsschutzgesetz gilt oder nicht. Willkommen zum Podcast von Amsel e.V., dein Podcast rund um das Leben mit Multipler Sklerose für Betroffene und Angehörige. MS-Infos zum Anhören. Job und MS, also ich habe einfach mal die Sachen, die wir so in der Beratungspraxis draußen haben, zusammengestellt. Das ist oh, so schnell. Die häufigste Frage ist eigentlich, ob man eine Behinderung oder eine Gleichstellung dem Arbeitgeber bekannt geben muss. Da kann man ganz grundsätzlich sagen, nein, muss man nicht. Also da darf der Arbeitgeber weder nachfragen, noch muss man ihm das aktiv sagen. Dann Begriff der Schwerbehinderung. Man redet von Schwerbehinderung ab einem Grad der Behinderung von mindestens 50%. Eine solche Feststellung kann auch rückwirkend erfolgen und eine Schwerbehinderung beantragt man beim Versorgungsamt. Ich empfehle immer, man sollte es immer stellen, auch möglichst frühzeitig, wenn das Problem auftritt. Man hat jedenfalls keine Nachteile dadurch. Dann Gleichstellung fällt auch oft. Das betrifft alle, die einen Grad der Behinderung zwischen 30 und 50 haben. Da kann man eine Gleichstellung bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen. Man hat dann die gleichen Vorteile wie bei einer Schwerbehinderung, mit Ausnahme des Extraurlaubsanspruchs. Also diese 5 Tage Sonderurlaub, die man jedes Jahr als Schwerbehinderter hat, die hat man in der Gleichstellung nicht. Die Bundesagentur für Arbeit darf auch nicht beim Arbeitgeber nachfragen. Weil das kam jetzt in letzter Zeit häufiger vor, dass die gefragt haben, ob das Arbeitsverhältnis gefährdet ist. Das ist aber keine Voraussetzung, um eine Gleichstellung zu beantragen. Also die müssen da eigentlich Stillschweigen bewahren. Dann häufig die Frage, man wird im Bewerbungsgespräch gefragt, sind Sie schwerbehindert? Das muss man nicht sagen. Ausnahmen gibt es nur, wenn die Interessen des Arbeitgebers überwiegen würden. Das wäre klassisch eine Selbst- oder Fremdgefährdung. Zum Beispiel, wenn man Maschinen bedient und eben aufgrund der Schwerbehinderung da nicht verlässlich in der Lage dazu ist und dadurch andere oder sich selbst gefährden kann, dann müsste man es offenbaren. Wobei das Ganze, diese Ausnahmen sind sehr eng auszulegen. Das ist eben, wie gesagt, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Der Arbeitgeber darf grundsätzlich nicht fragen, ob sie schwerbehindert sind. Wenn er es doch tut, kann man natürlich schlecht sagen, ich beantworte es nicht. Man darf in der Situation auch im Bewerbungsgespräch lügen. Das hat dann keine negativen Nachteile für Sie. Dann trifft man häufig auf Fragen im Arbeitsvertrag, wo man eben durch Unterschrift bestätigen muss, dass man nicht erkrankt ist oder keine Schwerbehinderung hat. Auch hier kann man einfach unterschreiben. Man muss es auch hier nicht wahrheitsgemäß beantworten. Dann bestehendes Arbeitsverhältnis. Das trifft ja bei MS-Patienten häufiger zu. Man ist im Arbeitsverhältnis. Die Krankheit wird schlimmer. Auch dann muss man es nicht von sich aus sagen, außer natürlich, man hat Probleme der Selbst- oder Fremdgefährdung. Das war jetzt in der Praxis, hatte ich das letztens mit jemandem, der in einem Fahrdienst tätig war, eine fahrende Tätigkeit. Da wird es dann natürlich schon problematisch. Und man hat hier auch nur die Pflicht, eben in solchen Fällen den Arbeitgeber zu informieren. Dann, der Arbeitgeber hat sehr viele Pflichten bei Schwerbehinderung. Die normale Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für 6 Wochen, die jeder hat. Danach kriegt man normal sein Krankengeld von der Krankenkasse. Und speziell für Schwerbehinderte und Gleichgestellte, er muss unter Umständen ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchführen. Das heißt, wenn man an seinem Arbeitsplatz Veränderungen durchführen möchte auf Kosten des Arbeitgebers, die einem das Arbeiten erleichtern mit der Schwerbehinderung, dann hat man die Möglichkeit, sich an die Krankenkasse zu wenden, die das dann mit dem Arbeitgeber beraten und der Arbeitgeber muss einen leidensgerechten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Das kann von Erhöhung von Stühlen oder Schreibtischen gehen bis behindertengerechte Zugänge und alles. Also da gibt es Experten bei den Krankenkassen und das ist ein sehr weites Feld, wo ich auch immer wieder was dazulerne, wenn wir sowas machen. Dann auch ein Thema ist Schichtarbeit, Mehrarbeit. Grundsätzlich entscheidet das der Arbeitgeber erstmal. Er kann Mehrarbeit anordnen, er kann auch Schichtarbeit anordnen. Man kann auch als schwerbehinderter Mensch dazu verpflichtet werden. Aber natürlich
Wenn die Gesundheit dagegen spricht, dann kann man das ablehnen, berechtigterweise. Und auch das darf nicht zum Nachteil ausgelegt werden. Dann Teilzeit wird häufig gefragt. Darf man nach 6 Monaten einen Anspruch auf Teilzeit, wenn mehr als 15 Arbeitnehmer im Betrieb sind oder aber wenn die Teilzeit medizinisch notwendig ist? Hier muss man dann aber eine Interessensabwägung durchführen mit den Interessen des Arbeitgebers. Also das kann man auch gerichtlich durchsetzen. Da würde ein Gericht eben dann beide Seiten anhören und ins Verhältnis setzen. Dann BEM hatten wir ja schon angesprochen, betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Betriebsarzt, Schwerbehindertenvertretung, so es die gibt. Betriebsrat nimmt daran teil. Ziel ist, wie gesagt, einen leidensgerechten Arbeitsplatz zu ermöglichen. Man muss nicht daran teilnehmen als Arbeitnehmer, aber man kann es auch anregen. Und das Ziel soll ja sein, dass man möglichst lange im Beruf bleiben kann. Dann leider häufig Kündigung wegen Krankheit. Entgegen vielem, was man im Internet liest oder hört, kann natürlich auch während einer Krankheit gekündigt werden. Es gibt keinen speziellen Kündigungsschutz wegen einer Krankheit. Man muss aber unterscheiden, ob das Kündigungsschutzgesetz gilt oder nicht. Wenn man bei einem Betrieb mit weniger als 10 Arbeitnehmern ist, dann findet das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung. Der Arbeitgeber braucht hier keinen Kündigungsgrund. Er kann also einfach eine ordentliche Kündigung aussprechen. Aber bei Schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen muss die Schwerbehindertenvertretung zustimmen, so eine vorhanden ist. Auf alle Fälle muss das Integrationsamt zustimmen und informiert werden. Ansonsten ist eben eine Kündigung unwirksam. Und das gilt auch unabhängig davon, ob Ihr Arbeitgeber überhaupt weiß, ob Sie gleichgestellt oder schwerbehindert sind. Also es kann durchaus passieren, dass man im Kündigungsschutzprozess sitzt und gegenüber wird dann gesagt, ja, bin schwerbehindert, wusstet ihr alle nicht. Man sieht es mir auch nicht an, aber jetzt ist die Kündigung unwirksam, kann für den Betroffenen sehr vorteilhaft sein, sowas. Dann bei mehr als 10 Arbeitnehmern gilt grundsätzlich das Kündigungsschutzgesetz. Hier braucht der Arbeitgeber einen Kündigungsgrund. Also er kann nicht einfach sagen, ich kündige, er muss es begründen können. Wie wenn kein Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, braucht er natürlich auch die Zustimmung Integrationsamt und Schwerbehindertenvertretung. Dann Kündigungsgründe. Es gibt die verhaltensbedingte Kündigung. Das ist wegen einem Verhalten am Arbeitsplatz. Das ist in der Praxis meistens die Beleidigung des Arbeitgebers oder von anderen Arbeitnehmern, Diebstahl, Arbeitszeitbetrug, Spesenbetrug. Eigentlich alles, was das Leben so schreibt. Dann betriebsbedingte Kündigung, das ist jetzt eher in Zeiten von Corona auch ein Thema. Da liegt der Grund für die Kündigung in der Sphäre des Arbeitgebers, das heißt Auftragsrückgänge, jetzt in der Gastronomie teilweise Schließungen aufgrund von Corona, diese ganzen Sachen. Dann gibt es die personenbedingte Kündigung, da liegt der Grund in der Person des Arbeitnehmers, das heißt, es kann eine häufige Kurzzeiterkrankung sein oder man ist eben erkrankt. Zum Beispiel an MS und es gibt eben eine negative Zukunftsprognose, dass man eben davon ausgehen muss, dass das mit dem Arbeiten zumindest bei diesem Arbeitgeber nichts mehr wird aufgrund der Krankheit. Auch dann kann gekündigt werden. Eine Voraussetzung ist da allerdings, dass man erstmal ein betriebliches Eingliederungsmanagement dem Mitarbeiter anbieten muss. Also in der Praxis kommen die Arbeitgeber immer zu mir, sagen, ja, wir wollen kündigen und dann muss man sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal ein BEM durchführen. Sie müssen bei diesem BEM keine Auskunft über Ihre Erkrankung geben. Das müssen Sie dann erst im Kündigungsschutzprozess machen. Wenn man sich da auf irgendwas berufen will, muss man natürlich die Ärzte von der Verschwiegenheit befreien. Dann häufig, wenn eine Kündigung im Raum steht, ist Porzellan ja schon zerschlagen. Dann möchte man ja selber auch nicht mehr wirklich dort arbeiten. Da bietet sich in der Praxis der Aufhebungsvertrag an. Damit wird geregelt, wie man das Arbeitsverhältnis einvernehmlich enden lässt. Das ist einer Kündigung und auch einem Prozess immer vorzuziehen. Es ist stressfreier, es ist günstiger, man spart sich Prozesskosten und es geht schneller. Man muss sich aber, was mir immer wichtig ist, beraten lassen. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen. Also das klassische Arbeitgeber kommt, legt Ihnen einen Aufhebungsvertrag vor. Den würde ich garantiert nicht unterschreiben, sondern zumindest eine Nacht drüber schlafen und sich das durch den Kopf gehen lassen. Thema Sperrzeit. Gerade wenn man einen Aufhebungsvertrag einfach so unterschreibt, kommt man schnell, dass die Bundesagentur für Arbeit sagt, jetzt gibt es eine Sperrzeit, weil man eben sein Arbeitsverhältnis gelöst hat. Sperrzeit bedeutet, dass man erstmal für 6 Monate kein Arbeitslosengeld bekommt oder bis zu 6 Monaten.
Wenn man sich anwaltlich beraten lässt und der Aufhebungsvertrag richtig geschrieben ist, dann kann man eine solche Sperrzeit verhindern. Man muss bestimmte Formalien erfüllen und dann ist das auch kein Problem bei der Bundesagentur. Aber wenn man das eben nicht macht und zum Beispiel auf Kündigungsfristen verzichtet, was Arbeitgeber gerne mal reinschreiben, dann hat man eben Pech. Dann kriegt man eine Sperrzeit verordnet, wenn die Bundesagentur für Arbeit das bemerkt. Es gibt Fälle, da übersehen sie es, aber meistens sind die da sehr gut geschult und verhängen dann Sperrzeiten, was immer unangenehm ist, vor allem weil man dann auch für eine gewisse Zeit den Krankenversicherungsschutz verliert. Arbeitslosengeld 1 kennen wahrscheinlich die meisten, zumindest in der Theorie. Das wird wie bei einer Kündigung bezahlt, auch bei Aufhebungsvertrag, aber eben außer man hat eine Sperrzeit. Die Sozialversicherung, Krankenversicherung ist ja sehr wichtig, läuft dann über die Bundesagentur weiter in der Falle der Kündigung oder des Aufhebungsvertrages. Außer man hat eine Sperrzeit, dann ist man für diese Zeit, muss man sich freiwillig gesetzlich versichern oder eben eine private Versicherung abschließen. Bei der Kündigung oder im Aufhebungsvertrag ist auch häufig die Urlaubsabgeltung relevant. Das heißt, Sie werden gekündigt und haben noch 10 Urlaubstage in diesem Jahr offen. Die müssen abgefunden werden. Und gerade bei der krankheitsbedingten Kündigung, wer zum Beispiel 2 Monate krank war, war nicht im Urlaub. Das muss dann auch mit abgegolten werden. Und das gilt auch für die Vergangenheit. Also theoretisch kann man dann schnell auf 3, 4 Jahre kommen, für die man halt seinen Urlaubsanspruch hat, damit man den sich noch auszahlen lassen kann. Abfindung, auch entgegen den urbanen Legenden, es gibt keinen Anspruch auf eine Abfindung. Es gibt auch keine gesetzliche Regel dazu. Es hat sich in der Praxis etabliert, dass man irgendwo zwischen 0,2 und 2 Bruttomonatsgehältern pro Beschäftigungsjahr angesiedelt ist bei der Abfindung. Der Faktor, diese 0,2 bis 2,0, das richtet sich immer ein bisschen danach, wie die Erfolgsaussichten einer Kündigung sind. Wenn man davon ausgeht, ja, also wahrscheinlich geht's, kann sein, sie geht durch, kann sein, sie geht nicht durch, dann nehmen die Arbeitsrichter gerne die 0,5. Wenn jetzt völlig offensichtlich ist, dass die Kündigung durchgeht, dann geht man meistens in die Richtung 0,2 oder noch weniger. Und wenn eben klar ist, die Kündigung ist völliger Mist, die hält nicht, dann kann man auch mal 2,0 oder sogar mehr Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr erzielen. Dann in der Praxis, gerade wenn ich von der Amsel Mitglieder berate, ist die Frage, wie gehe ich denn mit dem Arbeitgeber um, wie rede ich mit ihm? Der alte Spruch, reden ist Silber, schweigen ist Gold, ist eigentlich immer gut. Möglichst wenig sagen, man muss nicht zu früh seine Krankheit offenbaren. Wie gesagt, es geht ihn nichts an. Das ist eine höchstpersönliche Sache und die hat den Arbeitgeber erstmal nicht zu interessieren. Man sollte schauen, dass man seinen Arbeitsplatz sichert. Das heißt, prüfen, ob man eine Schwerbehinderung beantragen kann oder ob man eine Gleichstellung erreichen kann, das rechtzeitig prüfen und dann auch in die Wege leiten, weil auch so eine Gleichstellung, wenn man das prozessual durchsetzen möchte, da gehen schnell mal 3 Jahre ins Land, bis das erledigt ist. Und ganz wichtig, Rechtsschutzversicherung abschließen. Und wenn man dann doch einen Kündigungsschutzprozess führen muss, hat man Kosten, mit denen man zu rechnen hat und die sind eben über Rechtsschutzversicherung abgefedert. Dann bei drohender Kündigung, also man kriegt es ja meistens schon mit oder merkt, dass man gekündigt werden soll. Ich sage immer, Informationen sichern, im Zweifel Überstundenkonto ausdrucken, mal gucken, wie viele Urlaubstage hat man denn eingereicht, was ist noch offen. Im Zweifel Anwalt aufsuchen, sich beraten lassen, das kostet tatsächlich nicht die Welt. Die Beratung bei der Bundesagentur ist meistens relativ schlecht, weil die das nur aus ihrer Warte sehen. Die wollen einen natürlich möglichst lange im Arbeitsverhältnis erhalten und möglichst wenig im Arbeitslosengeldbezug haben. Ganz wichtig, man muss aufpassen, wenn man eine Kündigung kriegt. Man muss binnen 3 Wochen nach Erhalt der Kündigung Klage eingereicht haben beim Arbeitsgericht. Wenn man das nicht macht, dann ist die Kündigung wirksam und dann kann man die auch nicht mehr angreifen. Dann betriebliches Eingliederungsmanagement, das hatten wir heute schon 2-mal. Es kann ermöglichen, dass das Arbeitsverhältnis weiter besteht. Viele haben da immer Angst davor. Ich rate eigentlich dazu, es durchzuführen, weil weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer und normalerweise auch der Anwalt wissen nicht, was für Möglichkeiten gibt es, dass man doch das Arbeitsverhältnis noch zumindest eine Zeit lang weiter bestehen lassen kann. In kleineren Betrieben ist es tatsächlich oft nur pro forma. Man will die Kündigung vorbereiten. Aber trotzdem, ich würde hingehen, auch wenn der Arbeitgeber natürlich Informationen haben möchte.
lassen Sie sich vorberaten, gehen Sie hin, hören Sie sich das Ganze an und man muss im Einzelfall entscheiden, ob man eben die Krankheit offenbart oder nicht. Und dann sind wir, glaube ich, schon durch, ja? Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum interessanteren Teil über und schauen, was für Fragen aufkommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, herzlichen Dank schon mal, Herr von Geisberg, für die guten Informationen. Ich denke, das ist alles ein super guter Einstieg jetzt für die Fragerunde. Es sind erste Fragen auch schon gekommen. Das eine ist von einer Teilnehmerin. Sie sagt, sie bekommt seit 6 Jahren die volle Erwerbsminderungsrente und steht aber noch im Arbeitsverhältnis. Der Arbeitsplatz ist noch nicht gekündigt, weil der Arbeitgeber, also sie ist nur teilerwerbsgemindert von der medizinischen Leistungsfeststellung. Der Arbeitgeber konnte ihr keinen leidensgerechten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Ihre Frage ist jetzt, also der Vertrag ist unbefristet, seit 20 Jahren war sie dort beschäftigt. Macht es jetzt Sinn, diesen Arbeitsvertrag zu behalten? Und welche Nachteile würden ihr verstehen, wenn sie den Vertrag kündigt? Ja, fangen wir unten an. Also selber kündigen würde ich tatsächlich nicht. Dann haben Sie entsprechende Nachteile. Gut, Sie haben volle Erwerbsminderungsrente. Aber ich würde im Zweifel schon das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen, ob man nicht das Ganze aufhebt. Da hat der Arbeitgeber sicherlich auch ein Interesse dran. Sie können sich dann, sofern noch vorhanden, Urlaubsansprüche auszahlen lassen, die Sie eigentlich haben müssten, auch in der Erwerbsminderungsrente, weil Sie konnten ihn ja nicht nehmen. Oder man kann eben auch prüfen, ich weiß nicht, ob schon mal ein BEM durchgeführt wurde oder wenn es länger zurückliegt, dass man das vielleicht nochmal macht, ob nicht doch ein leidensgerechter Arbeitsplatz jetzt geschaffen werden kann, weil einfach auch die Technik und das Wissen sich weiterentwickelt. Aber grundsätzlich macht es eigentlich keinen Sinn, dieses Arbeitsverhältnis laufen zu lassen, weil es hat für sie keine Vorteile und ihre Situation wird ja leider auch nicht besser gesundheitlich. Dann kommt eine weitere Frage, das betrifft das Beamtenrecht. Also die Teilnehmer sagt, sie ist gerade im Referendariat und das Examen wird im nächsten Jahr stattfinden und sie interessiert sich für die Justiz. Und wie sehen da die Chancen aus, trotz ihrer MS-Erkrankung verbeamtet zu werden? Also beim Amtsarzt muss sie ja ihre Erkrankung also ehrlich offenlegen. Ja, das ist die Eignungsprüfung. Und Gerichtsurteile, die halt sich zugunsten der MS-Betroffenen aussprechen. Und vielleicht können Sie da was dazu sagen. Das ist beim Amtsarzt die Eignungsprüfung. Ja, da wird nach sowas gefragt. Und aus eigener Anschauung bei der Justiz, das hat jetzt weniger was Juristisches zu tun. Man wird durchaus angestellt mit solchen Erkrankungen. Da ist auch gerade die Justiz sehr fortschrittlich, dass die leidensgerechte Arbeitsplätze anbietet und da auf die Betroffenen zugeht. Also einfach probieren, wenn man so ein Referendariat hat und dann Examen macht, bewerben und einfach mal schauen, was passiert. Also da kann ich nur ermuntern, diesen Weg auch zu gehen, wenn man das machen möchte. Gut, also es sind jetzt, doch, ich habe noch eine Frage hier. Das ist vorab per E-Mail gekommen. Das ist auch jemand, der bereits voll berentet ist und sagt, sie überlegt, sich selbstständig zu machen. Also sie möchte nicht an dieser vollen Erwerbsminderungsrente etwas verändern. Und welche Möglichkeiten stehen ihr da zur Verfügung, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen? Also beides schließt sich aus. Also man kann nicht selbstständig tätig sein und gleichzeitig eine volle Erwerbsunfähigkeitsrente kriegen. Das beißt sich miteinander. Und da kommt es auch nicht auf die Frage an, in welchem Umfang man selbstständig tätig ist oder was man da eben für Einkünfte erzielt. Jede selbstständige Tätigkeit führt zu einem Ausschluss der Erwerbsunfähigkeitsrente. Also das würde ich zumindest die Selbstständigkeit im Sinne von damit dann Geld zu verdienen, das offiziell zu machen, würde ich tatsächlich nicht machen. Okay, außer man ist davon der Meinung, dass die Selbstständigkeit so gut läuft, dass man mehr verdient als man über die Erwerbsunfähigkeitsrente bekommt. Okay, also auch nicht in dem Umfang, wie das sonst bei Angestellten der Fall wäre, dass man neben einer vollen Erwerbsminderung diese 6.300 Euro hinzuverdienen könnte. Das würde jetzt auf eine Selbstständigkeit nicht zutreffen. Nee, die schließen sich aus. Okay. Jetzt möchte ich alle Teilnehmer über Zoom und auf Facebook nochmal ermuntern. Es sind bisher keine weiteren Fragen da. Also
Ich erlebe das oft, wenn man dann die verschiedenen Themen hört, dass das dann anfängt zu arbeiten, dass dann doch so die Fragen kommen. Sie sind wahrscheinlich viele sind im Berufsleben von Ihnen, die heute Abend hier zuhören. Und auch wenn es noch Fragen gibt, wenn es irgendwas wäre, was Sie sagen, das gibt, ist jetzt im Vortrag noch nicht benannt, oder Sie sagen, manches ist mir von Begrifflichkeit noch nicht ganz klar, oder Sie haben einfach eigene Frage zu Ihrer Berufstätigkeit. Ich möchte Sie wirklich ermuntern. Nutzen Sie die Chance heute Abend und stellen Sie gern Ihre Fragen. Herr von Geisberg ist extra dafür da, um das zu tun. Es Eine gibt Frage eine. ist ja gekommen. Ja. Ja, genau. Also es gibt eine weitere Frage. Also die Erwerbsminderungsrente, das bezieht sich jetzt nochmal auf die Teilnehmerin, die vorhin gefragt hat, soll sie ihren Arbeitsvertrag kündigen oder nicht? Sie sagt, also ihre Erwerbsminderungsrente ist ja immer nur auf 3 Jahre befristet, weil sie nur arbeitsmarktpolitisch festgestellt ist. Und wenn sie jetzt einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, wird sie ja unter Umständen arbeitslos werden, wenn die nächsten 3 Jahre sozusagen keine Verlängerung ergeben von dieser Erwerbsminderungsrente. Ja, das ist so richtig. Wobei die, so gerade bei MS, die Erwerbsminderungsrenten aus der Praxis kenne ich es, werden im Normalfall dann wieder verlängert und nach der, oh Gott, lassen Sie mich lügen, der dritten Verlängerung werden die dann im Normalfall auch unbefristet erteilt. Also man muss sich sicherlich im Einzelfall anschauen, aber ich vermute mal auch, dass wenn man jetzt eine Erwerbsminderungsrente hat, das wird Krankheit bedingt nicht besser. Und dann steht man nach Ablauf der Erwerbsminderungsrente ja auch wieder vor dem Thema, ich kann nicht arbeiten, kriege keine Erwerbsminderungsrente, dann kann ich meiner Arbeitspflicht ja auch nicht nachkommen. Man muss es sicherlich im Einzelfall sich anschauen, aber grundsätzlich würde ich auch gucken, dass man da eben klare Verhältnisse dann hat. Auch mit dem Okay. Arbeitgeber. Ja, aber es würden auch keine Nachteile entstehen, wenn man es einfach laufen lässt, Nö, oder? man kann Also es ja wenn man laufen keine, lassen. also Man das kann es heißt, laufen lassen und kann man einfach für sich entscheiden, was einem da wohler ist. Rente, so sie denn ausläuft, läuft aus. Und dann wäre man wieder beim, kann man wieder beim Arbeitgeber anklopfen, sagen, hier bin ich, jetzt beschäftige mich mal bitte, aber ich brauche einen leidensgerechten Arbeitsplatz. Und vermutlich wird er dann, wenn er keinen stellen kann, wird dann wahrscheinlich die Kündigung kommen. Sicherlich. Okay, und da könnte man dann eh nichts dagegen machen. Also wenn der Ja, gut, man kann Arbeitgeber dann von sich schon, aus sagt, dann nö, man kann, also man kann ist dann es so. schon, je nachdem, wie viele Mitarbeiter dort beschäftigt sind, Klage einreichen und gucken, dass man eben noch eine Abfindung kriegt und dass man die verschiedenen Sachen, die geregelt werden müssen, regelt. Aber das sind auch alles Sachen, die kann man auch in einem Aufhebungsvertrag machen. Okay. Also im Zweifel einfach vielleicht an die Teilnehmerin sich da auch nochmal beraten zu lassen, wenn sie da ganz gern für sich ein bisschen mehr Klarheit hätte und da sich entscheiden möchte. Dann haben wir hier, was für Vorteile bietet die Teilnahme an einem BEM-Verfahren außerhalb des Kündigungsschutzverfahrens, also betriebliches Eingliederungsmanagement? Na, der Vorteil ist, dass sich unter Umständen Möglichkeiten aufzeigen durch die Experten, wie man den Arbeitsplatz leidensgerecht gestaltet. Dass zum Beispiel auch der Arbeitgeber, der bisher immer gesagt hat, nein, ich kündige, das funktioniert nicht, Möglichkeiten aufgezeigt bekommt und dann auch umsetzen kann, die entsprechend dann erreichen, dass man als Arbeitnehmer noch weiter im Beruf tätig sein kann. Also ich würde auf alle Fälle daran teilnehmen. Dann kann man immer noch, die haben immer noch die Chance, eben weiter beschäftigt zu sein, wenn man das möchte. Wer würde am betrieblichen Eingliederungsmanagement denn teilnehmen? Der Betriebsarzt, sofern es einen gibt, der Betriebsrat, wenn es einen gibt, die Schwerbehindertenvertretung, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer natürlich und jemand von der Krankenkasse, der auf solche Einrichtungen von Arbeitsplätzen spezialisiert ist, das sind meistens Gutachter, die dann eben auch mal Lösungen haben, die jetzt nicht unbedingt jeder Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer auch kennt, wie man einfach sowas gestalten kann. Wie gesagt, es geht von speziellen Stühlen über höhenverstellbare Schreibtische bis alles Mögliche, was man da machen kann. Es gibt noch mal eine Frage zum Aufhebungsvertrag. Kann ich noch einen Aufhebungsvertrag, Abfindung bekommen, wenn die Erwerbsminderungsrente unbefristet erteilt wird? Also man kann auf alle Fälle einen Aufhebungsvertrag abschließen, weil das Arbeitsverhältnis muss ja auch irgendwann beendet werden und verursacht aktuell zumindest beim Arbeitgeber ja auch noch Kosten, weil er jemanden in der Buchhaltung, in der Lohnbuchhaltung erstmal mitschleppt und sei es nur als eben ist erwerbsgemindert. Eine Abfindung wird natürlich schwerer zu argumentieren, aber gerade so Sachen wie Urlaubsabgeltung oder
Überstundenausgleich, wenn da noch was da ist. Das kann man da in solchen Punkten dann regeln. Also die Frage ist eine unbefristete. Also da endet ein Arbeitsverhältnis nicht automatisch. Wenn jemand unbefristete, muss er das dem Arbeitgeber mitteilen, wenn er eine unbefristete Erwerbsminderungsrente, eine Bewilligung bekommen hat? Oder? Das muss man dem Arbeitgeber mitteilen, weil man ja nicht mehr arbeitsfähig ist. Man kann seiner Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung nicht mehr nachkommen und das muss man ihm dann tatsächlich mitteilen. Und dann endet das Arbeitsverhältnis aber auch nicht automatisch, weil man muss es ja dann noch beenden, weil, wie gesagt, es kann Urlaubsabgeltungsansprüche, es kann alles Mögliche geben. Okay. Teilweise hat man noch Sachen im Betrieb, das muss man dann schon auch irgendwie regeln, dass jeder weiß, woran er dran ist. Ja, aber das heißt, das wäre analog zu dem, was vorhin eine Teilnehmerin gefragt hat. Wenn der Arbeitgeber nicht von sich aus aktiv wird, muss man nicht selber dann aktiv werden, bis auf das, dass man es mitteilt? Oder fordert es in irgendeiner Form sonst noch eigenes Aktivwerden vom Arbeitnehmer? Man muss sich zumindest mal beim Arbeitgeber melden und eben das ansprechen, weil viele Arbeitgeber wissen ja auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die haben vielleicht mal was von der Erwerbsminderungsrente gehört, aber was dann passiert, wissen die teilweise auch nicht. Okay. Es gibt im Moment keine weiteren Fragen. Also von mir nochmal die Ermunterung, das zu wagen, weil Sie merken, es gibt doch viele spezielle Fragen in diesem Thema. Gell? Vielleicht bewegt sie doch noch was. Okay. Ansonsten kann man sich natürlich auch jederzeit an Frau Huber wenden, die kann dann den Kontakt auch herstellen, dass wir im Nachgang einfach noch spezifische Fragen beantworten. Manchmal ist es auch einfacher, das telefonisch zu klären, als jetzt schriftlich hier im Chat. Ja, es ist schon eine Hürde. Genau, die Technik ist. Es ist ja auch einfacher. Zum einen, genau, eine gute Möglichkeit, auch jetzt nochmal, gell? Auch gerade für Menschen, die nicht so gut mobil sind. Aber genau, es liegt nicht jedem da, was schriftlich einzustellen. Aber ich würde jetzt einfach nochmal gucken. Ich denke, Sie sind einfach auch schon auf sehr viel eingegangen, Herr von Geisberg, gell? Jetzt kam noch eine Frage. Genau, eine volle U und Ausbildung, geht das? Genau, wenn jemand schon eine volle Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht, wahrscheinlich auch unbefristet, gehe ich mal hier draus, und er möchte eine Ausbildung beginnen. Wie ist da? Also ich denke, die Fragen beziehen sich ja immer auch, ist dann meine Erwerbsunfähigkeitsrente gefährdet, wenn ich das mache? Also es müsste sich eigentlich beißen, weil man kann ja, wenn man erwerbsunfähig ist, man ist es ja, weil man eben nicht mehr arbeiten kann. Damit beißt sich's. Das müsste ich aber tatsächlich dann auch mal nachlesen, aber gefühlt kann es nicht gehen. Ja, die volle Erwerbsminderungsrente ist ja Leistungsfähigkeit unter 3 Stunden. Genau. Und also wäre dann eher ein Indiz, wenn man dann eine Ausbildung aufnimmt, wäre es eher ein Indiz, dass der Gesundheitszustand sich gebessert hat. Also das würde eigentlich nicht gehen zusammen, außer natürlich, man ist in der glücklichen Lage, dass der Gesundheitszustand sich gebessert hat. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn es so wäre. Ja, also das heißt, sie würde da auch ein gewisses Risiko sehen, dass man die Erwerbsminderungsrente gefährdet. Weil die sehen ja dann, ach Moment, jetzt kann man ja doch mehr als diese 3 Stunden arbeiten, weil auch eine Ausbildung ist ja auch anstrengend, ist ja im Endeffekt auch Arbeit. Und da hat man natürlich dann ein Problem. Gut, ich habe hier, ja, wir haben viele Themen gestreift, Herr von Geisberg. Das Outen, wie gesagt, ist wirklich ein sehr häufiges Thema. Ja, man hat ja auch ein schlechtes Gewissen. Also erfahrungsgemäß tun sich viele sehr schwer damit, sich nicht zu outen, weil sie grundsätzlich ehrlich sein wollen. Was ja sehr redlich ist. Aber wenn es einem eben Nachteile bereitet, muss man halt dann doch mal über seinen Schatten springen. Aber das ist wie bei der Frage, ob man schwanger ist. Das darf der Arbeitgeber auch nicht fragen. Machen trotzdem viele Arbeitgeber noch. Gerade in kleinen Betrieben. Aber da kann man dann halt lügen. Dürfte ich auch eine mündliche Frage stellen? Ja, wegen mir gerne. Also ich mache ein Teilzeitstudium. Das geht nur übers Wochenende. Und bekomme volle Erwerbsminderungsrente. Ich bekomme volle Erwerbsminderungsrente seit ungefähr 1,5 Jahren. Und das Teilzeitstudium geht schon seit 2014. Ich bin in der glücklichen Lage, ab dem Wintersemester als Praktikantin tätig zu sein und circa
Ja, 50 bis 90 € die Woche zu verdienen. Beißt sich das mit der vollen Erwerbsminderungsrente? Kann ich jetzt auf die Schnelle tatsächlich nicht beantworten. Das ist tatsächlich ein Fall, den hatte ich noch nicht. Aber was, mal, vielleicht finde ich was dazu auf die Schnelle. Aber gefühlt müsste es sich eigentlich beißen, weil sie ja eigentlich erwerbsunfähig sind. Also die Krankenkasse und die Rentenversicherung wissen von meinem Studium. Ja gut, wenn die nichts sagen, dann auf alle Fälle kein Problem. Das ist, also wenn man beim Praktikum bei diesen 450 € im Monat und diesen maximal täglichen 2 Stunden bleibt, dann kann man drüber reden wahrscheinlich. Aber wie gesagt, solange die Rentenversicherung und die Krankenkasse nicht sagt, warum nicht? Also Ja, ich also wär ich. vorsichtig mit dem Thema, aber wenn die das wissen, dann ja, warum nicht? Funktioniert ja dann offensichtlich für die. Ja, also gesundheitlich gesehen komme ich nicht über die 450 Euro monatlich. Ja. Nee, aber dann müsste es eigentlich gehen. Danke für die erste Info. Ich erkundige mich da sehr gerne weiter und vielleicht melde ich mich ja nochmal bei Ihnen. Okay, dann kann man Oder es auch nachlesen. Ja. gerne. Dankeschön. Bitte, tschüss. Tschüss. Dies war ein Audiopodcast von Amsel e.V. Weitere unabhängige Informationen zu Multiplen Sklerose findest du auf www.amsel.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.